Dich mache ich platt und dich mache ich platt. Oh, Alter, der mit dem Stern, ne? Ist aber echt ein ganz schön zäher Brocken. Da ist der Hexer. Tschüss! Ja, das hat gut gefruchtet. Der Hexer ist gleich down. Oh oh! Energieschild. Nein, nein, nein! Oh, ich bin festgeglitscht. So. Stirb! Ist er tot? Ja. Gut. So, und ihr habt Gott sei Dank sehr wenig Life. Tschüss. Und tschüss. Du auch nochmal. Du auch nochmal. Und du bist auch gleich down. Und dann ist er hier der Letzte, wa? Der mit den zwei Sternen. Ja, da mache ich Wurzeln, ne? Mal wieder. Ah, da ist die Kiste zerstört worden. Na los, verprügelt ihn! So, und tschüss. Sehr gut. So, hier haben wir Loot. Blutstein, ja! Blutstein, Blutstein. Hervorragend. Ich hole mal das Portal hierher, ne? Oder ist hier irgendwo ein Loch drin? Das wäre super. Dann kann ich mir das Ding sparen. Nee, ne? Na gut. Was soll's. Dann hole ich mal das Portal von da. Und dann looten wir das ganze Ding leer. Da habe ich Bock drauf. Oh, und dann haben wir schon drei Blutsteine. Fehlen uns nur noch zwei Stück. Zwei Stück nur noch. Das ist ja der Oberhammer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wir gehen jetzt in fünf Festungen und kriegen zwei Blutsteine vielleicht. Aber dass es so erfolgreich ist, top. Hervorragend. Runter damit. So. Boah, nochmal 29 Dingens. Erz. Das finde ich auch so geil, dass man das in den Festungen findet. Da müssen wir es nicht abminen. Und dann gucke ich mal kurz auf die Uhr. Ich glaube aber... Ja, wir haben es noch nicht mal Mittag. Let's go. Hätte ich eigentlich auch gleich direkt den Rambock mitnehmen können. Was soll's. So. Hör damit. Halt, habe ich alles. Ja. Dann rüber. Geslidet. Naja, euch ignoriere ich mal. Ihr seid gerade nur am Stören. Was leckt denn hier so ab schon wieder? Was soll denn das? Kann es nicht einmal nicht lecken? So, verschiedenes Portal. Und hier hin. Dann nehmen wir mal Loot auf. Sämtlichen Loot, der hier so herumfliegt. Aber das sind eigentlich nur... Ja, das sind nur Stein und Knochen, ne? Ah, hier liegt noch was. Ah, ja. Noch ein Jade-Dingens. Hervorragend. Ja, sehr gut. Dann hole ich mal den Rambock. So. Runter damit. Stimmt, Holz. Verdammt. Da werde ich jetzt, glaube ich, meinen Stack rausnehmen und werde den in unsere Garderobe packen. So. Dann müssen wir hier nicht immer zu dieser Kiste rennen, weil natürlich, wenn wir den Rambock benutzen, brauchen wir auch Holz. Ich packe mal 40 wieder rein. So. 10 sollten ja wohl mehr als genug sein. Eigentlich ist einer schon genug. Und hindurch. So. Hüpf. Das Ding. Hier hin. Rein damit. Und aufgebrochen. Hervorragend. Hier, dieses Holzding will ich auch gerne noch kaputt haben. Sehr gut. So. Und das war's. Vielen Dank. Und was haben wir hier Feines? Natürlich wieder geschmolzene Kerne. Hier ist natürlich das Ding. Halt. Glockenfragmente. Und eine verkohlte Truhe. Nein! Leider keine Blutsteine drin. Aber gar nicht mehr. Oh, Alter. Ja, mit der könnten wir eigentlich auch mal angreifen, ne? Vor allem mit diesem Flächendamage. Gut. Ich mach mal das Ding hier kaputt.
Okay. So. Oder geht das mit der mit dem Feuerball schneller? Welche Kombination aus beidem, ne? So, das war's. Dann mit dem Loot. Da schmeiß ich mal nichts weg. Ich nehm's einfach auf und geh durch. So. Und save unseren Loot. Ja, geilo! Hervorragend. Da würde ich sagen, wir bringen mal kurz den Loot schon mal hier rüber. Bis natürlich auf die Sachen, die wir gleich für die Dingens brauchen. Obwohl, hier, ich starte mal drunter. So runter, weil wir sammeln ja sowieso nichts auf, wenn wir überladen sind. Aber hier schmeiße ich mal das, 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 das. So. Und hier hinten bringe ich mal den hier wieder rein. Und wir brauchten davon 10, glaube ich, ne? Oder 20? Warte. 10. Ja doch, 20 Ascheholz. 10 Barren. Hier sind die Barren. Und 2 Südlingskerne, ne? Jo. Sehr gut. Dann hindurch. Und alle aufgesammelt. Ah, so. Da haben wir Metallteile. Oh. Wie viele wir von den Dingern schon haben. Hm. Außerdem Knochen, Trophäen, hier so, boah, da haben wir schon 50 von und das können wir wieder hochbringen. Ach ja, und das hier soll vielleicht eine Gemütlichkeit bringen? Das können wir gleich mal ausprobieren, weil manche meinten, das stimmt nicht. Aber einer hat gesagt, es stimmt. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, wenn mehr Leute sagen, dass es nicht stimmt, dass es wohl auch tatsächlich nicht stimmt. Aber ich will es trotzdem nachgucken, ausprobieren, ob das so ist. Mal sehen. Gold. Oh, müssen wir auch wieder hochbringen. Gut, warte mal, ich schreibe mir das mal auf. Gold. Knochen. So. Pilze hier rein. Was haben wir hier noch? Reptilienfleisch. So. Dann Monsterorgane. Halt. Feuer haben wir auch noch. Da nehme ich mal das hier mit raus. Das hier. Die Münzen. Hier ist noch Schwefel. Das ist auch Feuer, genauso wie... Ah, nee, das sind Blutsteine. Ich mache mal das hier weg. Ach, ging sowieso nichts. Gut. Was soll's? Marmor. Und Ascheholz. Das kann ich direkt alles, ne? Hier vorne in die Kisten packen. Dann Knochen. So. Gold. Alter. Okay, okay. Noch mehr Reptilienfleisch. Schmuck. So, haben wir schon 6 Stück von. Interessant. Aber brauchen wir gar nicht so dringend, ne? Hier, Feuer. Zack. So. Und hier war noch mehr Schwefel, ne? Das nehme ich auch nochmal direkt auf. So. Und ansonsten... Schüssel, Trophäe. Ja, das ist alles was anderes. Gut. Halt. Ach, das war ja Flammenkernerz, gar nicht schwarzer Marmor. Stimmt. Hm, hier war noch ein bisschen Feuer. Monsterorgane. Aegis. Dann hier Möbel. Trophäen. Sogar eine neue. Jetzt verstehe ich das auch, warum das hier die Beine sind, damit man sozusagen sich ein komplettes Skelett bauen kann. Sehr interessant. Also finde ich eine coole Idee irgendwie. So, das da rein. Dann nehme ich mal die Erze und schmeiße sie schon mal rüber. Hier hin. Und könnte sogar theoretisch eine Fuge anmachen, ne? Denke ich gerade so drüber nach. Was haben wir denn hier? Ach, noch 2 Jade. Dann die Blutsteine. Und Krausten. Rein damit. Knochen. Rein damit. Sehr gut. Alter, auch die Knochen, die Glockenfragmente, ne? Not bad. Wir können eigentlich mal ein paar Glocken craften, oder? Komm, das machen wir mal. Einfach, damit wir sie auch hergestellt haben. Weißt du was? Ich mach gleich 3 Stück. So. Ja. Warum auch nicht? Spawn hier. Und das nach unten.
Sehr gut. Und dann müssen wir eigentlich nur noch hier den letzten Rest einsortieren. Ein bisschen Magie-Stuff. Ein wenig Schmuck. So. Dann heute noch eine Trophäe. Und Fleisch. Kleinviehfleisch. Straußenfarn. Hier. Und natürlich die Heude. Hier rein. So. Perfekt. Ja, dann können wir theoretisch eine Fuhre Flammenkern anmachen, oder? Einfach, damit wir wieder was auf Halde haben. Weil die Barren haben wir dann ja doch alle weggecraftet. Flauschi, was machst du denn hier unten? Hä? Hast du eine neue gemütliche Ecke für dich gefunden? Ist ja super cute. So, rein damit. Und rein damit. So, und hier auch nochmal. Hervorragend. Warten wir noch auf den 20. Zack. Und zack. Jetzt. So. Kohle wieder rein. Und die restlichen Erze hier rein. Und dann. Das Alter ist durchgelaufen. Wer damit? Ja, wir könnten theoretisch neue Fuhre anmachen. Spare ich mir aber mal. Hier ist er. Sind beide fertig. Das ist natürlich top. Hör damit! Okay, ich dachte, da liegt noch was, aber nee. Ich hoffe, Flauschi ist da jetzt nicht festgebackt. Weil irgendwie ist er da ja reingekommen, oder? Dann muss er da ja auch wieder rauskommen. Hoffe ich mal. So, Met, hier rein. Und davon die Hälfte ebenfalls hier rein. Und dann den Magiestuff hier hinten. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir holen mal Harz, ne? Harz und Weintrauben. Einfach weil es ansteht. Oh, es wird doch gerade dunkel. Jetzt aber schnell. Hurry up. Hervorragend. Hör damit. Hör damit. Und damit. Und schnell weg hier. Und dann nochmal zu den Trauben. So. Bitte ordentlich davon. Oh, ist ganz schön dunkel. Shit, ich hätte das Licht vorher anziehen sollen. Ich sehe jetzt gar nicht, ob es weiter gewachsen ist oder nicht. Wird es aber sein, ne? Na komm, resette. Hier schon mal ein bisschen ernten. Ja, ich glaube, der hat schon resettet. Man hat es so nicht gesehen. Ja, doof. Ohne Laterne hierher zu kommen, ne, dann habe ich hier überall Lichter hingemacht. Das bringt uns gar nichts. Aber die Dinger sind ja Gott sei Dank hell. Immerhin. Aber irgendwie habe ich mir hier viel mehr erhofft. Ist ja nichts. Ah, ich habe nichts gesagt. So. Oh oh, da oben komme ich nicht hin. Doch, komme ich. Sehr gut. Hier sind noch mehr. Okay, okay, okay. Alles gut. Die Ausbeute ist doch super. Hier sind noch welche. Ja, nächstes Mal nehme ich meine Lampe mit. Das ist ja richtig doof so. Und hier sind gar keine dran? Das wundert mich ein bisschen. Ah, hier. Ja, doch, doch, doch. Wie viel haben wir jetzt schon? 38, fast ein Stack voll. Mhm. Hier haben wir ja auch noch. Hier ist aber nichts nachgewachsen. Nee. Gut, dann hier nochmal gucken. Nischt. In den Zwischenfeldern nochmal. Auch nichts. Und hier nochmal. Ja, ja, sehr gut. Dann ist das doch gar nicht so schlecht. 39. Mhm. So, perfekt. Ab nach unten und den ganzen Stuff hineingeschmissen. Ich ziehe mal jetzt schon mal meine Krone an. Nicht ehrlich. Oh, viel besser. So, leggedy leg. Erstmal die Beeren hier rein. Dann die Samen da oben. Und den Harz hier rein. Sehr gut. Und dann wollte ich mal nachschauen. Also erstmal können wir den Stuff nach oben bringen. Das war Gold. 1, 2, 3, 4 und dann Knochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so. Und außerdem wollte ich eigentlich auch mal das hier ausprobieren. Aber ich bringe erstmal den Stuff hoch. Das machen wir dann danach. Würde mich wirklich brennend interessieren, wo wir eigentlich auch pennen gehen können, ne? Wegen Dunkelheit. Ja, kein Plan. So. Was ist hier los? Oh, Gott sei Dank.
Fuck, ich dachte gerade, was ist denn hier eingekracht? Das ist noch von unserem Umbau. Phew. Gut, Knochen waren hier hinten. Aber ich glaube, die Kiste ist auch ein wenig voll, ne? Ich glaube, die war voll, ja. Hier ist noch Platz. Dann packe ich sie hier rein. So. Und hier das Gold. Ich erinnere mich, dass das schon letztes Mal sehr schwer war, hier noch was zwischen zu quetschen. Aber vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Ich mach mal die Tür in die andere Richtung auf. Oh. So. Das war doch gar nicht so schlecht. Warte mal. So, ne? Ja. Einen hier. Hier geht nirgendwo rein. Da will er auch nicht. Ja, ich targete die ganze Zeit andere Haufen an, natürlich. Deswegen muss ich genau eine Stelle finden, wo es gerade zufällig keine Hitbox gibt, so wie hier. Aber ich möchte ganz gerne, dass sozusagen hier so ein recht freier Bereich ist. Und wir das immer nur so links und rechts hinschmeißen würden. So hinkippen. Oh, da ist noch Platz und da ist noch Platz. Nee, geht nicht. Aufbiegen und brechen nicht. Oh Mann. Komm schon. Ja, ich habe die ganzen Toten, also die ganzen versteckten Winkel schon gefunden, ne? Stimmt, ich könnte mal von so gucken. Da war doch was. Achso, nee, das ist falsch. Also ich kann natürlich auch einfach hier in diese... Welche Kiste war das? Hier in diese... Ach, da habe ich die reingemacht. Ja, könnte ich natürlich eigentlich auch lieber 999 Goldmünzen reintun. Ja, das ist doch doof jetzt. Komm, ich stopp's einfach hier mit dazu. So. Dann drehe ich das, dass es möglichst so ist. Dann hier vorne noch ein. Wie viel haben wir denn noch? Zwei Häufchen müssen wir noch bauen. So. Und hier vorne vielleicht. So. Nee. So. Und so. Gut. Ja, passt schon. Lassen wir so. Dann nehme ich mal hier das Quirnholz auf und ich überspringe mal eben die Nacht, ne? Ist dann doch schon nervig mit der Dunkelheit. Ich weiß, Nacht, wir hätten eigentlich auch auf Asquin-Jagd gehen können, aber bin ich irgendwie gerade nicht im Turn drauf, auch wenn es ansteht. Aber auf jeden Fall, gute Nacht. So, guten Morgen und jetzt gucken wir mal nach, ob dieses komische Skelett-Ding da wirklich Gemütlichkeit bringt oder nicht. Würde mich ja wundern. Aber ich kann es nicht ausprobieren. Außerdem wollte ich das Ding sowieso mal bauen. Und wir brauchen tatsächlich nichts anderes als nur diese Knochen, ne? Ne, noch 100, noch 50 Fragmente. Gut. Hm, hier. Den. Dann davon einen. Hiervon. Und hier. Und ein Stack. Ja, dann können wir es bauen. Und da gehe ich mal nach oben. Und ich habe mich auch, ich wollte den tatsächlich auch irgendwo wirklich dahin stellen. Hab mich dann gefragt, wohin genau? Wohin genau? Aber, hier so? also erstmal stelle ich mich mal hier drauf. Und wir haben ja gemütlich 19. Und wenn ich den jetzt hier hinstelle, haben wir dann gemütlich 20. Nein. So. Haben wir ein Asquin getamed, oder? Ich bin satisfied. Voll geil. Was soll das denn? Okay, aber nein, es bringt keine Gemütlichkeit. Hab mich auch schon gewundert, ehrlich gesagt. Aber den würde ich trotzdem irgendwo hinstellen. Wenn der keine Gemütlichkeit bringt, muss der ja gar nicht hier oben stehen. Wir haben doch unten noch diese Säulen, die ja sowieso so aussehen wie, ne, die hier. Die so aussehen wie so eine komischen
Ich weiß nicht, ob da, als ob da was ausgestellt wäre. Und hier dachte ich, ah nee, ne? Sieht doof aus. Was wohl auch ganz geil aussehen soll, ist das Ding in Kombination mit schwarzem Marmor. Das können wir auch mal ausprobieren. Und wenn wir da nämlich den großen Klotz hin machen. Ich könnte zum Beispiel mal diese Laterne da zerstören. So. Damit. Und dann bauen wir mal hier so einen Klotz hin. Den. Allerdings bünde ich hiermit. Deswegen mache ich mal so. Und hier gegen. So. Ist nicht gerade. Also nochmal. Dann mache ich mal den so. Weg. Und dran. Na los, komm. So. Jetzt aber. Nein, immer noch falsch. Das kann immer noch ein Stück rüber. So. Also wenn wir es hier schon hinbauen, dann richtig. Nicht so eine halben Sachen, wa? Zack. Jetzt aber. Hm. Ja, ja. Kann man so lassen. Und kann man das auch irgendwie verzieren oder so? Zum Beispiel mit dem hier. Oh. So zum Beispiel. So und so. Hm. Ja. Könnten wir eigentlich auch sein lassen. Wenn ich da vorne auch noch einen dran mache. Wie sieht denn das aus? Will er nicht, ne? Ah doch, so. Nee, ist too much. Das mache ich wieder weg. Aber dieser Marmorklotz, das finde ich gar nicht schlecht. Und da oben drauf bauen wir dann das Skeletto. Ja, ich glaube, so ist das schwer anzutagen. Ich probiere es trotzdem. Es ginge. Nee, ich brauche kurz eine Trap. Ja. Dann nehme ich hier das Holz raus und dann bauen wir uns kurz das Treppchen. Hätte ich auch aus Stein bauen können, fällt mir gerade ein. Ja, egal. Gut. Dann Möbel, Knochenvieh, rangescrollt und wir machen den hier so hin. So, nee, bitte nicht den antargeten. Oh, echt jetzt? Jetzt will er diesen Bobbel da in der Mitte, ne? Das da antargeten und deswegen funktioniert es nicht. Außerdem finde ich das hier irgendwie nicht so hübsch. Ehrlich gesagt. Aber es muss da bleiben, ne? Wegen Stabilität. So, dann mache ich mal so. Guck einfach mal. Ja, doch. Doch, das ist gut. Das lasse ich so. So. Haben wir den auch gebaut. Perfekt. Voll sinnlos, dass man den bauen kann, ehrlich gesagt. Und die Laterne könnten wir dann dahinter nur ein bisschen höher machen, ne? Nein, nein, nein. Lass mich da mal hin, bitte. Ja, da passe ich genau nicht drauf. Seine Hitbox drückt mich genau weg. So geht's. Und hier dran passt nicht, ne? Das wäre... Ja, nee, das ist alles doof. Hey, warum geht das nicht? Warum ist das da nicht möglich? Wieso nicht? Wieso nicht? Okay, dann nicht. Aber so ginge. Dafür brauche ich allerdings mehr Kupfer. Kein Problem. Wie viel Kupfer haben wir? Zwei, aber wir brauchen einen mehr. Ne? Ja. Gut. Dann bauen wir das halt hier mit. Sieht vielleicht auch besser aus. Und dann hier drauf. Zack. Ist ein bisschen schief. Aber okay. Sieht man kaum. Ja, das sieht man kaum. Das ist schon in Ordnung. Sehr gut. Ja, haben wir das auch.
Hervorragend. Und ich wollte außerdem auch mal gucken, weil das steht ja auch schon seit Ewigkeiten an. Wir konnten doch Schilde bauen. Aber ich überlege, ob ich diese hier nehme. Oder wir könnten natürlich auch mehrere. Also müssen ja nicht unbedingt bei einem bestimmten Stil bleiben. Es geht mir aber natürlich vor allem um dieses Viking-artige Muster. Oh, verstärkter, ne? Verstärkter Schild. Wenn ich die vergleiche mit dem normalen Holzschild, finde ich die schon irgendwie... Ja, diese Holzschilde sind doch ein bisschen sehr schlicht. Da fehlt, ne? Da ist dieses Ding in der Mitte und dieser Rahmen nicht drum. Auch wenn es halt natürlich dafür kein Eisen kostet, aber ich bin ganz ehrlich, Eisen haben wir doch. Also wir haben mehr als das hier auch noch, ne? Also mehr als genug Holz. So. Ach ja, na klar, ich kann die Hacke hier wieder reintun. Und ja, den Rest behalten wir im Inventar. Ja, dann würde ich nämlich ein paar Schilde herstellen. Ich weiß nicht, ob ich die schon dann auch direkt verbauen würde. Ich würde aber auf jeden Fall schon mal welche machen. Einfach damit ich so ein bisschen Inspiration habe und so. Und wie wir die dann verteilen, werde ich mir dann überlegen. Ach, das war nicht hier, das war hier. Ist ja mit Metall, das muss natürlich geschmiedet werden. Den hier nicht, aber hier auf jeden Fall die in verschiedenen Farben. Ich stelle erstmal alle Farben zweimal her, oder? So. Dann den blauen. Oh, ja, natürlich. Da brauchen wir viel mehr Eisen. So. Schlepp, schlepp, schlepp. Beeil dich. Oh, oh. Hausdauer. Komm schon, das schaffen wir doch. Yes. So, dann Stil blau nochmal herstellen. Zack. Und dann wechseln wir den Stil zu dem hier. Und stellen davon auch nochmal zwei her. Edelholz. Hier. Wo ich das so gerade sehe. Oh nein, das habe ich normal hergestellt. Ist aber gar nicht schlimm. Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde das sogar gut, dass wir auch einen normalen dabei haben. So. Und nochmal einen farbigen. Ja. Gut. Und die packe ich jetzt erstmal in die Garderobe. Wie wir die genau verteilen, weiß ich nämlich noch nicht. Ich dachte mir, wir stellen erstmal schon mal welche her. Und das haben wir jetzt getan. So. Und so. Dann wissen wir, dass das nächstes Mal zu tun ist. Und ansonsten, hier waren ja keine Schilde, die wir nutzen könnten dafür, ne? Nee. Ja, der hier... Oh. Der sieht auch echt geil aus, ne? Eigentlich ja. Davon jeweils einen. Dafür brauchen wir... Oh, nee, das kostet aber Ascheholz und Flammenkern. Flammenkern ist okay, aber Ascheholz... Ich stelle sie alle einmal her. Komm. Was soll der Geiz? Oder? Eisen wieder weg. Ach, na klar. Das Flammenkern müssen wir ja erstmal schmelzen. Ach ja, habe ich ja einen Auftrag gegeben. Das bedeutet, die erste Fuhre sollte durch sein. Hör damit. Und hör damit. Und dann schmeißen wir noch eine Fuhre an. Ein Zwambo. Zack. Und ein Fuffi. Und rein damit. Obwohl, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich stelle die Schilde doch nicht her. Die teuren. Weil wir brauchen Flammenkern auch noch für was anderes. Und Ascheholz ist auch so enorm mühselig zu farmen. Deswegen ist es mir doch zu schade. Ja, nee, es ist mir zu schade. Ich entscheide mich doch um die beiden schon wieder. Aha. Habe ich euch beobachtet und dann tut er schnell so, als ob ihr nichts miteinander zu tun habt. Wa? Ich durchschaue euch doch, ihr kleinen Cuties. So, ja, und dann war das tatsächlich diesmal eine schnellere Aufnahme. Ich wollte eigentlich auch nur tatsächlich ein paar Festungen klatschen, das haben wir gemacht. Und das mit den Schilden vorbereiten. Außerdem haben wir jetzt dieses komische Asquin-Skelett gebaut, was auch immer das bringen soll. Auf jeden Fall keine Gemütlichkeit. Das wäre auf jeden Fall geklärt.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und auch gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.